Ein Wettlauf gegen die Zeit. Wir können das besser, meine Damen und Herren. Wenn der Wähler seine Stimme hoffentlich dem Richtigen gibt. Darum kämpfen Politiker alle 4 Jahre und mit vollem Einsatz. Hier auf die Bühne. Edmund Stoiber. Nichts ist entschieden. Es sei denn, Sie entscheiden es. Sie scheuen vor nichts zurück. Und machen eigenartige Dinge. Sie haben also alles in der Hand. Und wollen doch nur das eine. Rund 60 Millionen Deutsche dürfen alle 4 Jahre entscheiden, wer ihr Land regiert. Und immer wieder stellt sich die Frage, wer überzeugt den Wähler? Angela Merkel! Ihr Bundeskanzler Gerhard Schröder! Wer hat die Sympathien? Oder wie bekommt man sie? Wahlkampf ist eine ganz eigene Zeit. Und jeder Politiker steht da unter Strom. Der Sieg ist zum Greifen nahe. Wir werden um jede Stimme kämpfen. Menschen, das müssen diese Leute lernen, sind keine Sachen. Seit Montag, 12.30 Uhr, mache ich Wahlkampf mit Spaß. So am Tag 6 Wahlreden. Ich bin nicht so originell, dass ich in jeder Wahlrede was anderes sage. Mit der Zeit kann ich mich selber nicht mehr hören. Zur Demokratie gehört Wahlkampf. Ist doch schön, dass man Wahlkampf machen kann. Dass man auch gegeneinander reden kann. Dass jeder seine Meinung sagen kann. Diese Unverschämtheiten, diese Beleidigung, dieses permanent unter die Gürtellinie geht. Wahlkämpfe, wenn du der Spitzenkandidat bist oder sowas ähnliches, sind deshalb so wahnsinnig anstrengend, weil du von Ort zu Ort reist, gar nicht mehr weißt, in welchem Ort du bist. Ich hatte immer das Ideal, ich muss frei reden. Und das soll sich variieren. Und es wäre mir so peinlich, wenn die Leute wissen, dass ich jetzt dieselbe Floskel wieder gebrauche. Ein Kampf um Zustimmung, der nicht immer friedvoll ist. Deren Schuld ist größer als euch Schreier da, ihr erbärmlichen, armseligen Wichte. Und ich kenne Tomaten in jeder Form, Eier in jedem Reifegrad. Also ich habe mehr wie in wilden Kundgebungen schon zum Teil handfeste Auseinandersetzungen gehabt. Sozialdemokratische Fraktion. Und versprochen wird im Wahlkampf viel. Und deshalb ist die Große Koalition für uns keine Option, weil wir mit Deutschland vorankommen wollen. Die Menschen nehmen in der Regel auch Politiker sehr genau wahr und fragen sich, wofür steht er eigentlich? Nur für sich, seine Partei, dass die gewinnt? Oder hat er irgendwelche Ziele? Hat er möglicherweise sogar Ziele, mit denen er untergeht? Nimmt er das in Kauf? Brennt er für irgendetwas? Hat er eine gewisse Leidenschaft? Warum ist der Mensch überhaupt in die Politik gegangen? Was will er da? Ja? Westdeutschland steht vor der Errichtung seiner Bundesrepublik. Am 14. August wird es ein Parlament den Bundestag wählen. Am 14. August darf keiner zu Hause bleiben. Alle müssen zur Wahlurne gehen. 1949. Die Bundesrepublik ist jung und erlebt ihren ersten Wahlkampf. Und die Kämpfer sind nicht zimperlich. Der SPD-Vorsitzende Schumacher bezeichnet seinen Konkurrenten Adenauer als Lügenauer. Die CDU schießt zurück und nennt die SPD Rattenfänger. Nach hartem Wahlkampf sind beide großen Parteien fast gleich stark. Erster Bundeskanzler wird mit knapper Mehrheit Konrad Adenauer. Und er wird es 14 Jahre lang bleiben. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Adenauer setzt klare Akzente. Westbindung,
und Kampf dem Kommunismus. Das prägt auch alle weiteren Strategien der CDU für seine Wiederwahl. Die SPD dagegen will vor allem die Einheit Deutschlands. Doch die Erfolge der Politik Adenauers sind kaum zu übersehen. Das Wirtschaftswunder der 50er Jahre bringt einen Wohlstand, der für die meisten Menschen nur wenige Jahre zuvor noch unvorstellbar war. Kritik will die CDU gar nicht zulassen. Für den Wahlkampf 1957 finden Adenauers Wahlstrategen den passenden Slogan. Keine Experimente, eine Botschaft, die sich hin und wieder mal zur Wiederholung angeboten hat. Helmut Kohl hat es ein bisschen optimistischer ausgedrückt mit weiter so Deutschland. Das hat auch so einen gewissen Optimismus in der Botschaft drin. Der 81-jährige Adenauer reist 20.000 Kilometer quer durch die Republik. Die Hälfte davon im Kanzler-Sonderzug. Wir sorgen, dass die SPD niemals an die Macht kommt. Personalisierung ist immer schon da gewesen in der Politik. Da können wir ja bis zu den alten Römern zurückgehen. Das ist kein neuer Trend und tatsächlich waren die Wahlkämpfe für Adenauer, die ganze Wahlwerbung war personalisiert. Alles soll so bleiben, wie es ist. Der Kanzler als sorgende Vaterfigur. Adenauer war natürlich für diese Zeit so eine Versicherung. Der Alte macht das schon, der war sehr beliebt und hat überzeugt. Für den Kandidaten der SPD, Erich Ollenhauer, hat die CDU nur Spott übrig. Während Wirtschaftsminister Erhard im Wahlwerbespot erfolgreich den Wirtschaftswunderbaum pflegt, bleibt für den Oppositionsführer nur die Rolle des ewig nörgelnden Spielverderbers. Die Früchte trägt. Das ärgert, und er lässt es merken, den Gärtner der Genossenschaft. Sein Kommentar zu allem Wirken ist laut und nicht sehr schmeichelhaft. Mehr Geld und weniger Steuern! Da bläht sich selbst der Luftballon. So viel verspricht er uns davon. Sicherheit für alle! Adenauer hatte in Ollenhauer einen Gegner, der ja auch von dem Typ her gar nicht gewachsen war. Und man darf nicht vergessen, die CDU hatte da gewissermaßen ihr Aufbauwerk der Nachkriegszeit abgeschlossen. Wie lebte man höchst angenehm vor 30 Jahren so bequem? Die SPD warnt in ihren Spots vor steigenden Lebensmittelpreisen. Lohn war gut. Dann, nach des Krieges bitteren Stunden, hat man die Marktwirtschaft erfunden. Aus der Retorte viel begafft, schuf man die Lehre, wie man rafft. Seit Jahren schon geht's Stante P mit allen Preisen in die Höhe. Und jetzt zur Wahl, seid alle schlauer, nur SPD und Ollenhauer. Was die SPD und der Wähler noch nicht wissen, die Adenauer-Regierung hat mit der Industrie ein Stillhalteabkommen vereinbart. Die Preissteigerungen kommen prompt, nach der Wahl. Das Ergebnis war schon vor Mitternacht vorauszusehen. Die Strategie geht auf. 50,2% für die CDU. Das einzige Mal bekommt eine Partei die absolute Mehrheit. Konrad Adenauer, 1957, haben mir Zeitzeugen erzählt, der ist abends wie immer ins Bett gegangen. Da war noch nicht ausgezählt. Welch eine Gelassenheit, ich konnte sowieso nichts mehr ändern. Heute muss ein Spitzenkandidat, der muss spätestens um 7 Uhr die Welt erklären. 1960 in den USA, Hollywood-Glamour. Der Präsidentschaftskandidat heißt John F. Kennedy und der Wahlkampf ist eine Inszenierung. Ein Politiker als Filmstar. Ein Jahr später. Willy Brandt. So sah ihn das deutsche Volk in den letzten Monaten. Überall warteten die Menschen auf ihn. Zum ersten Mal vor einer deutschen Wahl sprach ein führender Mann so direkt mit den Bürgern unseres Landes. Wer ist dieser Mann? Es ist ein Ereignis für seine Familie, wenn der Vater einmal früher nach Hause zum kommt. Zum ersten Mal gibt es eine Home-Story über einen deutschen Politiker. Die Familie ist für Willy Brandt der Platz, an dem er für seine Arbeit immer wieder neue Kraft gewinnt.
Da fühlen sich dann viele an die USA erinnert, wo das ja sehr gängig ist, dass die Familie und die Haustiere den Wahlkampf mitmachen. Und das kennen wir in Deutschland nicht, jedenfalls nicht durchgängig. Heute also hat Frau Ruth den Kaffeetisch im kleinen gepflegten Garten nicht umsonst gedeckt. Peter und sein jüngerer Bruder Lars drängeln schon, dass Vater mit ihnen an den See geht. Frau Brandt freut sich, dass ihr Mann wieder einmal Zeit hat für die Jungs. Das Rampenlicht ist angestellt und vorn, ganz vorne, steht der Held. Ein junger Kanzlerkandidat, frisch und unverbraucht. Für die CDU ist dies erstmals eine echte Gefahr. Und sie setzt auf die beliebte Form, den Gegner bloßzustellen. Willy Brandt als Schönling, der die große Bühne liebt. Kluge Mädchen wählen doch nicht jeden Mann, nur den Mann aus der Berliner Luft. Nur den Mann, der zeigt, dass er noch mehr als reden kann. Es klappt. Zweimal scheitert Willy Brandt, bis er 69 Bundeskanzler wird. Ich stelle fest, dass der von der Fraktion der CDU-CSU vorgeschlagen. Dann, im April 1972, die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages nicht erreicht hat. Die Unionsparteien wollen Brandt stürzen und ihren Parteichef Rainer Barzel zum Kanzler machen. Vergeblich. Doch kurz darauf werden Neuwahlen angesetzt. Es war damals schon klar, dass das ein sehr harter Wahlkampf beim nächsten Mal werden würde, weil die Union und die Kräfte, die dahinter stecken, die Wirtschaft, das als einen schrecklichen Unfall betrachtet haben, dass jetzt ein Sozialdemokrat Bundeskanzler ist. Und es war klar, es wird hart gekämpft werden. Die Mutter aller Wahlkämpfe beginnt. Im Ring stehen der Titelverteidiger Brandt gegen den Herausforderer Barzel. Dieser Staat braucht eine intakte Alternative und die steht hier vor Ihnen, meine Damen und meine Herren. Mit anonymen Anzeigen wird Stimmung gegen die Regierung Brandt gemacht. Noch liegt die SPD in den Umfragen 10% hinter den Unionsparteien. Der Vorsitzende der CDU bastelt, einige haben gesagt barzelt, ich sage bastelt an einem Schattenkabinett und wir gehen unserer Arbeit nach. Die SPD wirbt für Aufbruch und Reformen, ganz anders als die CDU zu Adenauers Zeiten. Keine Experimente ist schon mal von der Grundlage her kein sozialdemokratischer Slogan, der passt nicht in die Welt. Und außerdem war die Welt so, dass man sie verändern muss. Wir haben die Leute versucht zu gewinnen, diese Veränderungen mitzumachen. Das, also genau das Gegenteil von keine Experimente. Wir wollen diese gefährlichen Experimente stoppen, bevor sie zu endgültigen Abenteuern werden. Besonders die Ostpolitik sorgt für Kontroversen. Für die einen Verrat an Deutschland, für die anderen ein politischer Erfolg, der ost- und westdeutsche Familien wieder zusammenführt. Adenauer habe ich sehr geschätzt, aber diese Rosen sind für Willy Brandt, der uns den Weltfrieden bringt. Vielen Dank für die Rosen und herzlichen Dank allen, die mir in diesen Wochen geholfen haben. Auch für die FDP, die die Ostpolitik mitbeschlossen hat, ist der Wahlkampf 72 eine Kraftprobe. Heftige Polarisierung der deutschen Gesellschaft mit Hass und Wut. Ich wurde auf der Straße angepöbelt, nicht? Also Emotionen. Und dann kam eben diese schlimmen Auseinandersetzungen, Vaterlandsverräter, ihr verkauft Deutschland und der Kommunismus wird kommen und wir werden hier, unsere Freiheit wird verschenkt und das war schon sehr hart. Der Slogan Willi wählen wird zum öffentlichen Statement. Ich versuche durch die Plakette ein Gespräch zu provozieren. Ich schäme mich nicht damit rumzulaufen, das ist halt meine Überzeugung. Ich fühle mich eigentlich ganz wohl dabei, die zu zeigen. Versprechen wir davon, dass das ein Diskussionsaufruf ist an die Leute, die mich sehen. Als der Wahlkampf in die Schlussphase geht, sucht ein junger CDU-Politiker in seinem Wahlkreis Ludwigshafen direkten Kontakt zu den Wählern. Guten Abend. Ich bin der CDU-Bundestagskandidat und bevor Sie Feierabend machen, wollte ich Ihnen wenigstens noch ein Bildchen von mir geben, damit Sie es am 19. nicht vergessen. Ich bin der Früh. Geben Sie es dahinter auch noch. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Feierabend.
Du musst wie vom 10-Meter-Turm runterspringen. Und meine einzige Waffe war auch unkonventionell. Ich bin auch in Straßenbahnen rein, hab da verteilt meine Flugblätter. Und der Straßenbahnführer da vorne an der Lenkstange, der hat gesagt, raus. Ich bin aber nicht raus. Da ist er mitten auf der Strecke stehen geblieben. Also es war schon zum Teil schon sehr, sehr sportlich. Wir Bürger sind für Brandt, weil wir den Barzel kennen. Die SPD lässt sich, wie schon bei den Wahlen zuvor, von Intellektuellen wie Heinrich Böll oder Günter Grass unterstützen. Die CDU setzt auf Publikumslieblinge. Der Kommissar ist ein absoluter Waisenknabe gegen die Spannung, die jetzt kommt. Was träumen Matrosen auf hoher See? Ich glaube ganz einfach, dass viele junge Leute, und das ist eigentlich sehr, sehr traurig, es durch solche Veranstaltungen überhaupt an die Politik herangeführt werden. Trotz der Schlageroffensive der CDU erzielt die SPD ihr bisher bestes Ergebnis. Ein großer Erfolg für die Kampagnenmacher, deren Aufgabe es ist, die Kandidaten mit einem besonderen Image zu versehen. Ein guter Wahlkampf muss immer in der Lage sein, seismografisch aufzunehmen, in welchem Zustand sich dieses Land gerade bewegt und was die Erwartungen der Wählerinnen und Wähler sind. Es ist ein Spiel um die Strategie, das richtige Timing, den passenden Zug zur richtigen Zeit. Man muss überlegen, wie sind die Kampagnen der anderen, und man muss überlegen, was will man selbst unter das Volk bringen. Also wir haben so angefangen, dass wir simuliert haben. Wir haben einen ganzen Wahlkampf für die SPD geschrieben, gewissermaßen. Was werden die wohl tun? Und dann kommt natürlich, was machen sie wirklich? Und wie muss ich darauf reagieren? In den 70er Jahren betritt ein schwieriger Akteur das bundespolitische Spielfeld. Als wir 76 anfingen, dass Helmut Kohl gegen Schmidt kämpfen sollte, da waren wir sowas von verzweifelt, weil wir fanden keinen Ansatz. Er hatte so eine dicke Hornbrille, er sah wie ein einfacher Buchhalter aus. Und da haben wir gesagt, lassen doch, der ist ein großer Mann, lassen wir doch mal laufen. Dann sind wir da um Oggersheim die Wälder durch. Und dann stürzte er so auf den Wähler zu, der Mann, dem man vertrauen kann. Und dann lief auch diese Sache. Die wilden 70er Jahre hinterlassen auch in den Wahlkämpfen ihre Spuren. Also Freunde, alles klar? Sagt euren Eltern am 3. Oktober SPD wählen. Und ganz wichtig, die Zweitstimme für den Bundeskanzler. Denn merke, Helmut ist der Bessere. Schmidt natürlich. Erstmalig erzielen Fernsehdebatten Zuschauerrekorde, auch weil sie so hitzig geführt werden. Also der Helmut Schmidt, den man heute denn als korrekten, sehr sympathischen Mann kannte, der schnüffelte dauernd da seinen Schnupftabak. Der Strauß, der hatte sich in letzter Sekunde noch eine Dusche rübergefahren, war nicht mal richtig durchgekämmt. Die haben sich angesprochen. Also wer wirklich mal Fernsehwahlkampf sehen will, wie er nicht sein darf, der kann das da sehr gut nachsehen. Es ist ein Skandal, wie Sie in diesen letzten Wochen Wahlkampf geführt haben. Wenn jemand den Wahlkampf verbittert hat, dann Sie mit Ihrer unverschämten Beleidigung. Jetzt hört es aber hier wirklich auf. Sie mit Ihren Rundumhieben hier, mit denen Sie allmählich einen Kahlschlag erzielen. Manchmal habe ich ja wirklich also ernste Sorge über Ihren Zustand. So kann doch ein Bundeskanzler nicht verhalten, wie Sie sich hier aufführen. Sie müssen sich nicht wundern. Ich war immer einer, der auf grobe Keile auch grob zurückkeilt. Das Herzstück des Wahlkampfes ist Argument gegen Argument, ist ein Gefecht. Das ist der ganze Spaß der Demokratie. Kampf um Zustimmung. Herr Kohl, ich glaube, Sie reden über etwas, was Sie nicht genau verstanden haben. Also, ich muss Ihnen jetzt wirklich sagen, diese ungewöhnliche sozialistisch-pseudo-elitäre Arroganz, die können Sie in Hamburger Ortsvereinen praktizieren. Aber nicht vor einem deutschen Fernsehpublikum von vielen Millionen. Benehmen Sie sich wirklich bitte, wie es dem deutschen Bundeskanzler zukommt. 1. Oktober 1982.
als ein Anschlag. Wieder heißt es Helmut gegen Helmut. Die Unionsfraktion will Kanzler Schmidt durch ein konstruktives Misstrauensvotum stürzen und Helmut Kohl zum Kanzler machen. Dann muss die Führung. Ich habe nur die Absicht, drei Sätze zu reden, und ich bitte, mich ausreden zu lassen. Noch habe ich das Recht, hier zu reden. Möglich wird der Kanzlerwechsel durch die FDP, die ihre Koalition mit der SPD aufgekündigt hat. Eine kleine Gruppe von FDP-Abgeordneten möchte Kanzler Schmidt behalten. Aus diesen Gründen können wir Ihnen, Herr Bundeskanzler Schmidt, das Misstrauen nicht aussprechen. Deshalb können wir Sie, und wir sagen Ihnen das ja hier sehr offen, Herr Kohl, nicht zum neuen Bundeskanzler wählen. Es war eine unglaublich emotionale Situation, eine tiefe Zäsur, was meine Treue gegenüber der eigenen Partei betraf. Also da hatte ich einiges zu verdauen. Der neue Kanzler Kohl verspricht eine geistig-moralische Wende und Neuwahl. Helmut Kohl, heute Abend ist er hier bei uns. Böse Zungen nennen ihn den Winterkanzler, weil sie ihm den Wahlsieg im März 1983 nicht zutrauen. Wir sind ein Land, dessen Schatz die Bürger sind, nicht irgendwelche Bodenschätze. Unser Ideenreichtum, unser Fleiß, unsere Fähigkeit zur Hingabe, die Tugenden, die nicht altmodisch geworden sind, die das Land einmal groß gemacht haben. Besonders die FDP hat einen schwierigen Wahlkampf vor sich. Denn beim letzten Mal hatte sie noch versprochen, wer FDP wählt, der wählt die Regierung von Helmut Schmidt. Wie konnte man in einer solchen Situation Wahlkampf machen? Das ist eine ganz schlimme Situation. Und die Leute haben auf Bahnhöfen, weiß ich noch, haben dem nachgerufen, also ja, Herr Baum, Sie, ja, aber Ihre Partei auf keinen Fall. Lösen Sie sich von der. Ja, fragt man sich, warum macht man da überhaupt Wahlkampf nicht? Ja, da staunen Sie, wa? Kein FDP-Politiker, sondern Olle Didi. Die FDP beginnt eine ihrer Zweitstimmenkampagnen. Für die Union plus 5% FDP macht 51 Regierung. Okay, aber 47 und 4 ist 0. Und das kann ganz schön teuer werden. Und das 1% mehr für die Union macht den Kohl ja auch nicht fett. Sie will an der Macht bleiben und außerdem verhindern, dass sie an der 5%-Hürde scheitert. Damit ihre Zukunft nicht zu schwarz wird. Na, wir haben natürlich verschwiegen, dass für die Sitzaufteilung die zweite Stimme entscheidend ist im Deutschen Bundestag. Wir haben so getan, du hast ein bisschen in der glücklichen Situation, deine Stimme aufspalten zu können. Tust deiner angestammten Partei nicht weh und sicherst ihr sogar durch die Wahl der FDP, die Zukunft. Ein nicht ganz ehrliches Vorgehen, das besonders von den Wahlstrategen der CDU nicht gerne gesehen wird. Wir haben es nie abgesprochen und hat es jedes Mal geärgert, dass wir in der Schlussphase an die FDP Zweitstimmen abgeben mussten. Wir haben alles erfunden, was denkbar war. Aber das war wie bei Wilhelm Busch mit den Kindern und den Streichhölzern. Die Mutter ging und sagt, lass die Streichhölzer in Ruhe, ihr dürft die nicht anfassen. Hieß aber auch, du darfst sie anfassen. Ne? Bei Wilhelm Busch ist das tragisch ausgegangen, für die FDP immer gut. Die SPD schickt Hans-Jochen Vogel ins Rennen. Doch wie bewirbt man einen solchen Kandidaten gegen ein Schwergewicht wie Helmut Kohl? Vogel gilt als steif und oberlehrerhaft. Ein Verlegenheitskandidat, denn in der Partei findet sich sonst niemand, der gegen den Kanzler antreten möchte. Und so versuchen die Wahlstrategen, ihm ein hemdsärmeliges Image zu verleihen. Sie entwickeln eine Kampagne, die ihn bürgernah und zugewandt zeigt. Das wird ja auch immer wieder kritisiert, dass die Politiker abgehoben sind, nicht mehr wissen, was die Milch kostet. Und Hans-Jochen Vogel galt ja als so ein Bürokrat. Vielleicht wollte man diesem Eindruck da auch ein bisschen entgegenwirken. Die Grünen treten zum zweiten Mal zu einer Bundestagswahl an. 1980 hatten sie nur 1,5% der Stimmen bekommen. Beim Parteitag in Geilenkirchen wird Antje Vollmer überraschend Kandidatin. Das Verrückte war ja, dass ich dann faktisch Spitzenkandidatin war. Es gab aber niemand, der mir sagte, was ich jetzt machen soll. Ich hatte ja gar keinen Apparat. Ich hatte ja niemand, der für mich was gemacht hat. Ich musste jedes Mal, wenn ich zu einer Veranstaltung musste, einen Freund bitten, mich mit dem Auto abzuholen und dahin zu fahren.
Verwaltungsangestellter Kasufke ist Hobbyfotograf. Aufnahmen in der freien Natur liebt er über alles. Im Labor beschreitet Kasufke gern neue Wege. Jedoch immer mit Liebe und Einfühlungsvermögen. Denn ein einziger falscher Handgriff kann das beste Bild ruinieren. Gucken Sie mal hier. Ist das nicht ein herrlicher Farbabzug? Und den Entwickler, den brauche ich gar nicht mehr zu kaufen. Den hole ich mir direkt aus dem Wasser. Soll dein Bild natürlich sein, tauche es nur ins Bächlein rein. Na also, ganz so schlimm ist es wohl noch nicht, Herr Kasufke. Aber Scherz beiseite, wo gibt es denn bei uns noch einen See, einen Fluss oder Bach, der biologisch gesund wäre, so gesund, dass man sein Wasser trinken könnte? Der Wahlkampf der Grünen mischt den Bonner Politikbetrieb auf. Und es klappt. Die Partei erreicht 5,6% und sitzt seitdem im Bundestag. Keiner weiß, wie lange, ja, für ein Leben. Ja, ich fand sie exotisch, aber ich konnte dem Exotischen was abgewinnen, weil es ja immer gut ist, wenn etablierte Systeme mal ab und zu ein bisschen gelüftet werden. Unter diesem mehr spielerischen Gedanken fand ich das amüsant. Schönen guten Tag, mein Name ist Udo Fiebig. Ich komme von der SPD und möchte Ihnen ein paar Blümchen überreichen. Oh, das ist ja nett. Nach dem Motto, mit Speck fängt man Mäuse. Ja. Nicht, weil Sie eine Maus sind, sondern weil ich gerne Ihre Stimme für die SPD hätte. Es gibt nichts, was die Parteien nicht versuchen, um Wähler für sich zu gewinnen. Auch der Straßenwahlkampf muss sein. Für manche Politiker eine undankbare Aufgabe. Als ob wir die Leute überzeugen können, wenn wir ihnen einen Kugelschreiber am Stand in die Hand drücken und sagen, Schatze, oder Luftballons. Und ich habe in Köln auf der Schillergasse habe ich Rosen verteilt am Samstag und so. Gut, macht man. Ein oder zwei? Oh. Meine Damen und Herren, hier gibt es noch einige Bonbons und Staubtücher. Ich bin keiner für Wahlstände. Ich stehe da wie doof. Ich stehe dann, ich will die Leute nicht ansprechen, dann warte ich, bis sie kommen und so weiter. Also, wenn ich dann so ein kleines Gespräch führe, das ist wieder was anderes, das kann ich. Aber dieses Material verteilen und anbieten, auch noch Kugelschreiber und was ich, was alles, ist ehrlich gesagt nicht meine Welt. Das können andere besser. Hier, noch ein Staubtuch und noch ein Staubtuch. Und alles bei den Muttern abliefern zu Hause. Jawohl. Also, ich muss Ihnen sagen, es soll sich mal jemand hinstellen und nicht irgendein Gadget in der Hand haben, irgendein Giveaway, irgendwas, was ein bisschen schön ist. Das ist Wahnsinn, das geht nicht. Leider sind viele Sachen zu teuer und da bleibt meistens der Kugelschreiber. Und wenn die Wähler nicht von selbst kommen, gibt es ja noch andere Möglichkeiten, sie anzusprechen. Um sie an den Termin der Bundestagswahl zu erinnern. Hier ist Genscher. Ich habe eben einer anderen Dame, die fragte mich, was kann ich tun? Da habe ich gesagt, Mundfunk ist noch wichtiger als Rundfunk. Ich prophezeie Ihnen, egal welche Partei Sie präferieren, Sie werden Ihr blaues Wunder dann erleben. Grüßen Sie mir Ihren Sohn, wenn Sie ihn das nächste Mal sprechen. Nach dem Mauerfall kommt es im Dezember 1990 wieder zu einer vorgezogenen Bundestagswahl. Die letzten beiden Wahlen hat Helmut Kohl für sich entschieden. Nun bestimmt die deutsche Einheit den Wahlkampf. Diesmal könnte ihm der charismatische Herausforderer Oskar Lafontaine gefährlich werden. Doch der Wahlkampf beginnt für die SPD mit einem Anschlag. Bei einer Messerattacke während einer Wahlveranstaltung in Köln wird Lafontaine lebensgefährlich verletzt. Lafontaine war angeschlagen vom Attentat und hat lange überlegt, ob er überhaupt antreten soll. Und er war für diese Situation sicher nicht der richtige Kandidat, der das hat stemmen können. Doch er entscheidet sich fürs Weitermachen und liegt zunächst in den Umfragen sogar vor dem Kanzler. Ihr seht also, ich kann noch kämpfen, ich kann noch fighten und mit euch kann und will ich gewinnen. Lafontaine kritisiert den schnellen Zeitplan, mit dem die deutsche Einheit hergestellt werden soll, und prophezeit eine soziale Ungleichheit zwischen Ost- und Westdeutschland. Der hat ja dann den Wahlkampf gemacht, das ist alles viel zu teuer. Und das ist ja schrecklich, dass wir sowas mitmachen und das Größenwahnsinn vom Kohl. Und das hat eine ganze Weile sehr gezogen. Jetzt haben wir am Anfang der Einheit die Entwicklung, die westdeutsche Wirtschaft boomt und in der DDR, in der ehemaligen, kracht alles zusammen, weil die Arbeitslosigkeit steigt und immer weiter ansteigt. Dies bringt nicht der Fall. Oskar Lafontaine war, was die ökonomische Seite betrifft, wesentlich ehrlicher
als die Union, aber er strahlte nicht die Emotion für die Vereinigung aus, nicht das Gefühl. Er hat möglicherweise, was Nachwirkungen danach in den nächsten Jahren danach anging, in Teilen nicht Unrecht gehabt. Aber das wollten die Leute zur damaligen Zeit nicht hören. Es gibt Situationen, wo man von vornherein sagt, mit dieser Strategie fällst du aus der Zeit. Ja? Vollkommen falsch angelegt. Du kannst 100 Wahlveranstaltungen machen. Ja? Du kannst Spots den ganzen Tag im Fernsehen zeigen. Aber mit deiner Linie bist du nicht am Puls der Zeit. Nicht einmal am Puls des Wählers, nicht am Puls der Zeit. Ganz anders Helmut Kohl. Seine Popularität war ein Jahr zuvor noch verflogen. Nun geht er als Einheitskanzler in den Wahlkampf. Wir haben das Glück, dass zum ersten Mal in der modernen Geschichte der Menschheit diese Einheit Deutschlands gewonnen werden konnte, ohne Krieg, ohne blutige Revolutionen, ohne Tod und bitteres Leid und mit Zustimmung aller unserer Nachbarn. Doch die Frage, wie die Einheit finanziert werden soll, lässt die CDU im Wahlkampf gar nicht erst aufkommen. Wir konnten den Leuten nicht sagen, hört mal, die Wiedervereinigung kostet wirklich Geld und danach wird es Steuererhöhungen, Solis oder Ähnliches geben. Und das haben wir nicht gemacht. Das war das einzige Mal, dass wir eine ganz wichtige Tatsache unterdrückt haben in einem Wahlkampf. Das war unehrlich, ja. Dann spielt auf einmal auch eine neue Partei eine Rolle. Die Partei des Demokratischen Sozialismus, PDS. Nachfolgerin der DDR-Staatspartei SED. Gregor Gysi wird ihre Galionsfigur. Bei den Volkskammerwahlen im März 1990 wird er in Ostdeutschland noch umjubelt. Ich habe ja sehr intensiv Wahlkampf geführt damals. Der war auch ein bisschen sinnlos, weil diejenigen, die uns wählen wollten, waren sowieso entschlossen, uns zu wählen. Und diejenigen, die uns nicht wählen wollten, waren auch entschlossen, uns nicht zu wählen. Der gesamtdeutsche Bundestagswahlkampf steht für die PDS unter einem schlechten Stern. Furchtbar. Und zwar deshalb furchtbar, weil wir im Oktober einen Finanzskandal hatten. Und der hat mich völlig demotiviert. Und damit hatten wir uns natürlich sozusagen selber abgewählt, sage ich mal. Und dann ist nachzudenken, dass führende Mitglieder der Partei 100 Millionen D-Mark ins Ausland gebracht haben, um das ehemalige SED-Vermögen zu retten, macht der Partei mitten im Wahlkampf große Schwierigkeiten. Und ich weiß, dass ich hier eine Partei vertrete, die natürlich ziemlich in Verruf geraten ist. Teils durch Eigentore, die sie geschossen hat. Teils durch Medienkampagnen, teils durch ihre tatsächlich komplizierte Herkunft und Geschichte. Ich habe auf verschiedenen Kundgebungen gesprochen. Im Osten, da gab es einmal eine Schlägerei in Jena mit Neonazis, die ich erlebt habe. Das zweite, in den alten Bundesländern war ich immer in großen Hallen. Da hatten unsere wenigen Westmitglieder Angst, dass sie viel zu groß sind. Die waren aber immer gefüllt, bloß gewählt haben sie uns nicht. ARD-Wahlzentrale in Köln. Willkommen zu unserer Sondersendung über die erste freie gesamtdeutsche Wahl seit 1932. Ulrich Deppendorf und das Top-Team von Infas. Nach den letzten Erfahrungen werden Sie mit Ihren Prognosen dem Endergebnis sehr nahe kommen. Also Sie sind permanent in einer Diskussion mit den Infatests, also mit den Leuten der Hochrechnung, mit den Redakteuren, mit dem Regisseur. Und ab und zu kommt dann auch nochmal ein Politiker und fragt, bleibt das so oder haben Sie noch neue Zahlen oder haben Sie noch mehr? Für die Prognose, es geht gleich los. Und ich glaube, gleich ist es soweit, 18 Uhr, hier ist die Prognose von Infas für die ARD. Danach kommt in Gesamtdeutschland die Union auf insgesamt 42,8%. Dies ist ein Tag der Freude. Zum dritten Mal hintereinander gewinnt die CDU mit Helmut Kohl. Erst 8 Jahre später sind Anzeichen für einen Wechsel da. 1998 präsentiert die SPD ihren neuen Kanzlerkandidaten. Sehr staatsmännisch, so als wäre er der Amtsinhaber. Bei der Nominierung Gerhard Schröders bleibt nichts dem Zufall überlassen. Eine theaterreife Inszenierung bis zur letzten Geste.
Da gab es Anleitungen. Da stand drauf, Einzucht des Kandidaten, klatschen, aufstehen. Stand alles drauf. Ich möchte den Menschen eine Perspektive geben. Sie sollen sich auf morgen freuen können. Schröder gibt den nachdenklichen Kämpfer. Ein bisschen einsam, aber entschlossen. Dafür werde ich mich einsetzen. Was Schröder hatte, 98, das war natürlich eine ganze Ausstrahlung des Aufbruchs, der Veränderung nach diesen 16 Kohljahren. Das strömte natürlich Schröder quasi aus allen Poren aus. Die Kampagnenmacher setzen auf den Mann aus dem Volk, der den Kontakt zu den einfachen Menschen nicht scheut. Er hatte eine Biografie, die auch eines belegte. Es gibt Aufstiegschancen auch für Menschen, die jetzt nicht aus, sagen wir mal, aus gut bürgerlichen Verhältnissen stammen, sondern er war der Beleg dafür, dass man mit eigener Anstrengung, mit eigenem Mut und eigenem Willen auch seinen Weg gehen kann. Das war bei mir nicht möglich. Mutter Kriegerwitwe, die 5 Kinder durchbringen musste. Was habe ich daraus gelernt? Ich habe daraus gelernt, dass ein Land, das darauf verzichtet, allen am Staat eine gleiche Chance zu geben, kein gutes Land ist. Nicht alles anders, aber vieles besser machen. Das ist das Motto der SPD. Normalerweise führt man ja Wahlkämpfe oder häufig so, dass man der Vorgängerregierung und dem Regierungschef der Vorgängerregierung eigentlich unterstellt, alles falsch gemacht zu haben. Und genau das haben wir nicht getan, sondern eine der zentralen Botschaften war, Helmut Kohl hatte durchaus seine Verdienste in der Vergangenheit, aber er hat keine Antworten mehr auf die Zukunft. Die SPD macht aus Kohl den Mann von gestern. Lange Zeit bleibt unklar, ob Helmut Kohl noch einmal antritt. Doch er will es tatsächlich noch einmal wissen. Jeder verständige Mensch hätte Herrn Kohl gesagt, kandidiere nicht mehr, du wirst nicht mehr gewählt. Und er hat sogar die FDP gefragt, ob er noch mal kandidieren soll. Und die hat ihm dämlicherweise gesagt, ja. Die Wahlstrategen der CDU präsentieren den Kanzler als Bollwerk gegen das Schreckgespenst einer Regierung aus SPD und Grünen. Das ist die Vorstellung einer anderen Republik, Rot-Grün. Und wir wollen die schwarz-rot-goldene Republik und keine rot-grüne Republik. Das ist doch die klare Entscheidung, die wir haben. Die Grünen, inzwischen Teil mehrerer Landesregierungen, fordern im Wahlkampf einen Preis von 5 Mark für den Liter Benzin. Danach rauschen ihre Umfragewerte in den Keller. Und als sie den Plan aufgeben, ist es zu spät. Die CDU hat längst ihren Angriff gestartet. Ich glaube, das Falsche daran war, der grüne Zuchtmeister, der grüne Lehrmeister, der grüne Moralist, der selber vielleicht nicht mehr ganz und gar dieses grüne Ideal lebt, aber dann den Leuten ans Portemonnaie will. Die Kampagne der SPD geht auf. Erst zum zweiten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik wird ein Kanzler durch eine Wahl abgelöst. Nach 16 Jahren ist heute die Ära Helmut Kohl zu Ende gegangen. Die FDP ist erstmals seit fast 30 Jahren nicht mehr an einer Bundesregierung beteiligt. Ihre angestammte Rolle als Mehrheitsbeschaffer, aus der sie auch in ihren Wahlwerbespots nie einen Hehl gemacht hat, ist dahin. Und Rot-Grün oder gar Rot-Rot-Grün? Was wird aus Blau-Gelb und was wird aus Schwarz-Rot-Gold? Vielleicht auch aus Verzweiflung geht sie nun andere Wege. Ein wenig Kirmesbudenstimmung beim Spaßwahlkampf. Also die FDP hat eine Zeit lang den Pfad der Seriosität verlassen.
Und sie glaubte, mit irgendwelchen Mätzchen über die Runden zu kommen. Und das hat er wieder übel genommen. Ihr müsst aus dem Tor rausgehen. Übel nehmen die Wähler dem Bundeskanzler, dass er die Arbeitslosigkeit nicht so wie versprochen gesenkt hat. 2005 stürzt sich die SPD in einen neuen, vorgezogenen Wahlkampf. Diesmal steht sie auf verlorenem Posten. Die Umfrageergebnisse sind katastrophal. Die Agenda 2010 hat viele Stammwähler verschreckt. Schröder gibt sich betont sozial. Wir werden das verteidigen aus wirtschaftlichen und aus Gerechtigkeitsgründen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir können das selbstbewusst tun. Nie waren mehr Menschen ohne Arbeit. 1000 Arbeitsplätze verliert. Und die CDU setzt auf etwas noch nie Dagewesenes. Eine Frau soll Kanzlerin werden. Dies ist keine Wahl wie andere. Es steht viel auf dem Spiel. Deutschland braucht einen klaren Kurs und eine verlässliche Politik. Der Macher trifft auf seine Herausforderin vor einem Millionenpublikum. Im TV-Duell ist auch die geplante Erhöhung der Mehrwertsteuer ein Thema. Denn die Unionsparteien wollen die Steuer um 2% anheben. Noch im Zickzackkurs und deshalb kann ich nur sagen, ich finde es gut, wenn wir ein Ziel haben, ein möglichst gerechtes Steuersystem. Aber Frau Merkel, was man jetzt aber nicht tun darf, das ist nun wirklich die Mehrwertsteuer zu erhöhen, denn das treibt den Preis weiter nach oben. Die Ablehnung der Mehrwertsteuererhöhung wird zum tragenden Bestandteil der SPD-Kampagne gegen die CDU. Das haben wir dann mit einem zugegebenermaßen ziemlich banalen Karlauer gemacht, nach dem Motto Merkel-Steuer, das wird teuer. Haben wir aber schnell gemerkt, dass das ganz hervorragend funktioniert hat. Ein Schachzug, mit dem die SPD erstmal verlorene Wähler wieder zurückgewinnt. Rot-Grün ist abgewählt in Deutschland und das ist eine gute Nachricht. Am Wahlabend herrscht Ratlosigkeit. Beide großen Parteien fast gleich auf. Beide beanspruchen den Wahlsieg für sich. Wir, CDU und CSU, ganz eindeutig den Auftrag. Es ist eine der verrücktesten Wahlsendungen aller Zeiten. Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden? Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen. Und da fiel das alles von ihm ab oder quoll aus ihm heraus oder was auch immer. Auch an Demütigungen, an Abschreibungen, an Artikeln, die ihn immer schon in der Vergangenheitsform beschrieben haben. Wenn Frau Merkel eine Koalition hinkriegt mit der FDP und den Grünen, dann kann ich dagegen nichts sagen. Das werde ich auch nicht tun. Aber sie wird keine Koalition unter ihrer Führung mit meiner Sozialdemokratischen Partei hinkriegen. Das ist eindeutig. Machen Sie sich da gar nichts vor. Da war einfach ein bisschen zu viel Adrenalin. Vielleicht auch eine nicht ganz richtige Information, wie es noch ausgehen könnte. Und dann mal das Motto, jetzt zeige ich es mal der Frau da, wer hier der König im Studio ist. Am Ende geht die SPD eine große Koalition mit der Union ein. Wenn eine Entscheidung getroffen wird, wie wir machen eine ganz harte Kampagne gegen die Mehrwertsteuererhöhung, dann ist das eben nicht nur eine strategische oder eine Wahlkampfentscheidung, sondern dann ist das eine politische Entscheidung. Und dann müssen die Akteure danach auch dafür sorgen, dass dieses Versprechen eingehalten wird. Und die SPD beschließt sogar eine Erhöhung von 3%. Eines von vielen gebrochenen Versprechen bei Wahlkämpfen der vergangenen 70 Jahre.